Die Gefahr, dass das weiter eskaliert, ist durchaus real. Viele Leute schauen ja aktuell mit großer Sorge Richtung im Iran. Das besorgt uns natürlich alle. Und es ist uns auf der einen Seite sehr wichtig, dass wenn man sich diese Anschläge auf Schiffe, auf Tanker anschaut, dass die Freiheit von Handelswegen für uns ganz zentrale Bedeutung hat. Das muss gewahrt werden, das muss jeder respektieren. Das ist absolut wichtig und das, was da passiert ist, ist nicht nur gefährlich, sondern es führt natürlich auch zu einer Eskalation in den Auseinandersetzungen. Und deshalb hat die Bundesregierung ja sehr zur Besonnenheit aufgerufen. Wir wollen nicht, dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, und auch wir haben viele Konflikte mit dem Iran, dass dieser Konflikt eskaliert, sondern da ist jetzt Besonnenheit und eine politische Lösung gefragt. Dennoch muss man ja Verantwortliche benennen. Die USA und Großbritannien sind da sehr eindeutig. Die sagen, Iran ist verantwortlich für die Eskalation. Hat die Bundesregierung da auch eine eindeutige Haltung? Wir haben nicht die gleichen Erkenntnisse dazu. Die sammeln wir jetzt. Und dann müssen wir sehen, ob wir das genauso eindeutig zuordnen können. Aber das erscheint schon plausibel. Also gilt für Iran noch so etwas wie eine Unschuldsvermutung? Das ist übrigens immer so richtig. Auch hier gilt das. Wie lange denn noch? Solange bis wir entsprechende Erkenntnisse vorgelegt bekommen haben, die Partner dazu veranlasst, eben eine klare Zuschreibung zu machen. Und wenn die plausibel ist, schließen wir uns dem natürlich an. Aber das müssen wir erst mal sehen. Wie lange brauchen Sie dafür, wenn die USA und Großbritannien schon dabei sind? Das kann ich Ihnen jetzt so präzise nicht sagen. Das hängt natürlich sehr davon ab, wann wir Zugang zu welchen Materialien haben. Wird Ihnen das Material vorenthalten? Nein, wir hatten jetzt zum Beispiel den Hinblick auf die Vorfälle, die es davor gegeben hat, auch die Möglichkeit, diese Materialien sehr genau zu sichten. Daraus ergab sich dann in diesem ersten Fall, wo es um mehrere Boote ging, dann die Erkenntnis, dass durchaus die verwendeten Materialien aus dem Iran stammen, aber damit war eine klare Zuordnung auch zu dem Verursacher, weil die auch woanders vorkommen, nicht möglich. Und bei diesem neuerlichen Vorfall müssen wir jetzt schauen. Das klingt so ein bisschen so, als möchte man die Verantwortung nicht zuordnen, um die Situation so ein bisschen zu deeskalieren. Wenn die Bundesregierung sowas macht, dann muss sie sich sicher sein, was sie tut. Und soweit bin ich noch nicht. Fürchten Sie einen neuen Golfkrieg? Die Gefahr, dass das weiter eskaliert, ist durchaus real. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir deutlich machen, darin liegt kein Segen. Wir müssen alle daran arbeiten, dass es zu einer politisch-diplomatischen Lösung der Auseinandersetzungen kommt. Und deshalb kämpft Deutschland auch so dafür, dass der Iran zu den Absprachen im Abkommen JCPOA steht und eben jetzt auch keine weiteren Schritte zur Urananreicherung geht. Das sind alles Dinge, die momentan sehr, sehr kontraproduktiv sind.